Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Für manche ist heute der erste Tag der Fastenzeit, für andere ist es ein Kampftag. Unsere Themen. Allerorten Gauk, politischer Aschermittwoch in Deutschland. Immense Gefahr, Israel und die Angst vor der iranischen Bombe. Und grandioser Keller, der Erweiterungsbau des Frankfurter Städels. Das unterdrückte syrische Volk hat keine Stimme. Wer Widerspruch oder gar Protest gegen das Assad-Regime wagt, der bezahlt mit dem Leben. Und mehrere Tausend haben es bereits verloren. Nun versucht Syriens Führung anscheinend gezielt, auch die Stimmen stumm zu machen, die über die Massaker am syrischen Volk berichten und darüber Nachrichten und Bilder ins Ausland bringen. Heute wurden zwei ausländische Journalisten umgebracht, eine US-Amerikanerin und ein Franzose. Alles sieht nach einem gezielten Angriff aus, bei dem auch Oppositionelle getötet wurden. Matthias Ebert. Bomben auf Baba Amr, Vorort von Homs, Hochburg der Opposition. Die Straßen menschenleer, im Minutentakt Raketenbeschuss. In privaten Wohnungen verletzte syrische Oppositionelle und auch ausländische Journalisten. Der Transport ins Krankenhaus unmöglich, draußen lauern Scharfschützen. Helft uns, schreit dieser Mann. Die Verletzten zu behandeln und die zu retten, die überlebt haben. Hier überall in Baba Amr bombt das Regime Assad. Einige ausländische Journalisten hatten sich heimlich nach Homs geschlichen. Sie wurden von Bombenangriffen überrascht. Die Opposition behauptet, sie wurden gezielt beschossen. Zwei Reporter haben die Angriffe nicht überlebt. Remy Oschlik und Mary Colwin. Oschlik, 28, ein erfahrener Kriegsfotograf aus Frankreich, mehrfach ausgezeichnet für seine Arbeit, zuletzt in Libyen. Colwin, 55, seit Jahrzehnten in Kriseneinsätzen. Sie trug eine schwarze Augenklappe seit einer Schrapnellverletzung. Gestern noch hatte sie am Telefon berichtet, wie brutal das Assad-Regime vorgeht. Hier ist eine improvisierte Klinik mit so vielen Verletzten. Ich habe heute ein Baby sterben sehen. Es ist entsetzlich. Immer lauter fordern syrische Oppositionelle Unterstützung vom Westen, vor allem Waffenlieferungen. Doch der Westen setzt weiter auf diplomatischen Druck. Noch. Es wird also darum gehen, wie einmal den Menschen unmittelbar geholfen werden kann, wie gleichzeitig aber auch die Rolle der syrischen Opposition nicht nur anerkannt, sondern auch aufgewertet werden kann und wie zum Dritten der politische Druck auf das Regime von Assad verschärft werden kann. Weitere Forderungen nach einem militärischen Engagement des Westens sehen Experten kritisch. Wenn Sie militärisch intervenieren wollen oder wollten, dann müssen Sie auch wissen, dass Sie Erfolg haben können. Und niemand sieht zurzeit, dass eine militärische Intervention den Erfolg bringen könnte. Doch genau das erwarten die trauernden Menschen in Homs. Viele fühlen sich vom Ausland im Stich gelassen. Die Lage ist katastrophal. Verletzte bleiben ohne Behandlung, Medikamente werden gebraucht. Das Rote Kreuz fordert eine Waffenruhe für humanitäre Hilfe. Die Menschen begraben ihre Toten jeden Tag, auch heute wieder, hoffnungslos und verzweifelt. Zur Situation in Syrien nun der Kommentar von Goline Atay vom Westdeutschen Rundfunk. Es ist schon erstaunlich, was wir in diesen Tagen in der Zeitung lesen. Die syrische Revolution sei vom Westen finanziert. Der Protest richte sich nicht gegen den Präsidenten. Und anstatt zu schießen, müsse der Westen die vom Präsidenten versprochenen Wahlen beaufsichtigen. Autor dieser Thesen, Jürgen Todenhöfer, ein, sagen wir, Abenteuertourist und Pazifist, der auch die Araber in sein großes Herz geschlossen hat. Den Aufstand als vom Westen gelenkt zu bezeichnen, ist eine Herabwürdigung all jener, die ihr Leben lang in einem großen Gefängnis gelebt haben. Zweitens richtet sich der Protest längst gegen den Präsidenten. Assad hat stets mit verrohter Gewalt reagiert, sogar gegen Kinder. Und 11 Monate solcher Brutalität führen nun jedes Wahlversprechen ad absurdum, oder? Wer wie Jürgen Todenhöfer oder wie die Linken auch noch sagt, Russland sei viel umsichtiger als der Westen, der sei daran erinnert, dass die Russen niemals Tote im eigenen Herrschaftsbereich gekümmert haben, siehe Tschetschenien. Nur ein NATO-Schlag kann den Mann im Palast treffen. Aber das allein macht das Volk wohl kaum fit für eine demokratische Zukunft. Wie wäre es mit einer durchdachten Strategie? Gezielte Sanktionen, die die Führung treffen. Eine Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof.
Ein Angebot an Staatsbeamte, sich von Assad zu distanzieren. Gezielt aufbereitete, glaubwürdige Informationen über die Gewalt des Regimes für jene, die bislang nichts davon für wahr hielten. Und ein politischer Pakt mit der Opposition, die sich selbst verpflichtet, das Land zusammenzuhalten und aufeinander zuzugehen. Es gibt noch einige Wege, bevor es zum Äußersten kommt. Gulinea Tai kommentierte: Der Aschermittwoch ist eine Sache, der politische Aschermittwoch eine andere. Sicher, an diesem Tag sammeln sich auch Politiker, allerdings mehr im Sinne von versammeln. Und sie suchen auch nicht die Stille, es geht laut zu. Aber für einen deftigen Angriff braucht man Munition. Und worum ging es in den letzten Wochen vor allem? Richtig, um den Bundespräsidenten. Mit dem Alten ist man durch, jetzt geht's um den Nächsten. Obwohl ihn eine riesengroße Koalition wählen will, fiel sein Name heute oft, um der Kanzlerin eine politische Dusche zu verabreichen. Norbert Karius. Kalte Dusche für die Kanzlerin. So muss sich Angela Merkel auch am letzten Wochenende gefühlt haben, als ihr der kleine Koalitionspartner den ungeliebten Joachim Gauck als Bundespräsidenten unterjubelte. Doch hier wie da, Merkel gibt sich ungerührt. In ihrer Rede kein Wort über Rösler und die FDP, nur die übliche Breitseite gegen die Opposition. Manche, die Linken, die Sozialdemokraten zum Teil auch, reden nur übers Geld ausgeben. Wir reden über beides. Einnehmen und ausgeben, damit die Zukunft noch gestaltet werden kann. Was Merkel verschweigt, plaudert der FDP-Chef aus. Er verrät am Aschermittwoch, warum er bei der Wulff-Nachfolge den Bruch der Koalition riskiert hat. Als ich am Sonntag mich auf den Weg nach Berlin gemacht habe, hat meine Frau gesagt, auf die Frau höre ich übrigens, komm bloß nicht wieder, mit einem Konsenskandidaten. Aha, Frau Rösler ist schuld am Koalitionskrach und Frau Roth fragt sich, ob Frau Merkel eigentlich noch das Heft in der Hand hat. Da frage ich mich doch, was ist da eigentlich los und wer regiert und lässt sich Frau Merkel von einer 3%-Partei so vorführen? Weil im Saarland gerade Wahlkampf ist und dort eine Woche nach der Bundesversammlung ein Landtag gewählt wird, war da am Abend reichlich Bundesprominenz vor Ort und die Wortwahl deutlich. Wie bekloppt muss man eigentlich sein, um auf eine solche Idee zu kommen? Damit meinte der SPD-Vorsitzende nicht die Suche nach dem Bundespräsidenten, aber er legt nach. Wir haben auf Gauck schon gesetzt, als die anderen ihn noch verteufelt haben. Und es ist gut, dass wir uns am Ende durchgesetzt haben, liebe Freundinnen und Freunde. Die Linken dagegen, die bei Gauck gar nicht erst gefragt wurden, sind nachhaltig beleidigt. Und wir hatten in den neuen Bundesländern und im Saarland Wahlergebnisse von über 20%. Damit sind wir eine Volkspartei. Und wenn man einer Volkspartei sagt, sie darf an den Gesprächen nicht teilnehmen, dann schließt man eben einen Teil des Volkes aus. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ab morgen wird wieder ganz normal regiert. Und dann müssen sich auch Frau Merkel und Herr Rösler wieder zusammenraufen. Nirgendwo hat der politische Aschermittwoch eine so lange Tradition wie in Bayern. Doch dieses Mal war dort vieles überraschend anders. Kein kämpferischer CSU-Chef, der mit einer zugespitzten Rede den Saal zum Kortoben bringt. Denn Seehofer ist bis zur Wahl eines neuen Bundespräsidenten vertretungsweise deutsches Staatsoberhaupt. Da ist Zurückhaltung geboten. Aber ganz ohne Poltern ging es bei der CSU heute nicht. Dafür sorgte Altmeister Edmund Stoiber, der die Hauptrede hielt. Damit fiel allerdings ein Schlagabtausch aus, auf den viele gewartet hatten. Kirsten Gierschig. Es sollte das Duell dieses Aschermittwochs werden. Christian Ude, Münchner Oberbürgermeister und Hoffnungsträger der bayerischen SPD, gegen Horst Seehofer, Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender. Kann ein bayerischer Sozialdemokrat die Massen begeistern und richtige Giftpfeile auf den Gegner schießen, wie man es beim Aschermittwoch erwartet, und vor allem Bierzeltstimmung erzeugen? Das zumindest klappt. Noch nie kamen so viele Kamerateams, noch nie gab es so viele Besucher. Die kamen nicht wegen Parteichef Sigmar Gabriel, die kamen wegen Christian Ude. Der, eigentlich schon im Pensionsalter, will bei der Landtagswahl Seehofer ablösen. Es ist ein ganz normaler demokratischer Vorgang, wenn man sich gegenseitig in Pension schickt. Das mache ich jetzt auch.
Dumm nur, dass der Angegriffene den Federhandschuh nicht so richtig aufgreift. Horst Seehofer, unerwartet an die Spitze des Staates gerückt, will parteipolitische Polterei vermeiden. Statt Angriff auf die SPD, Angriff auf alle, die er der finanzpolitischen Schluderei verdächtigt. Bayern werde notfalls gegen den Länderfinanzausgleich klagen. Bayern habe seine Hausaufgaben gemacht. Und das Ziel für 2030 sei klar. Liebe Freunde, ich verspreche euch heute, Bayern wird das erste schuldenfreie Land in Deutschland sein. Das ist unsere Leistung. Derweil bei der SPD Begeisterung für den Redner. Von dem allerdings weniger Bissiges kommt als erhofft. Der beste ironische Seitenhieb gilt einem, der eigentlich gar kein Gegner mehr ist. Der Serenissimus Edmund Stoiber springt für Horst Seehofer und Karl Theodor ein bei der Passauer Castingshow Bayern sucht den schwarzen Superstar. Der bringt nach 5 Jahren Abstinenz die Passauer Dreiländerhalle zum Kochen, erinnert an die glorreichsten Tage des bayerischen Aschermittwochs. Die beliebten Schmähungen aber bleiben aus. Stattdessen ein großer Bogen von Franz Josef Strauß zur aktuellen Europapolitik. An Deutschland hängt es, und das ist eine neue Verantwortung für die christlich-soziale Union, die nicht nur regional begrenzt, sondern mit bundes- und europaweiten Anspruch antritt. Ein Anspruch, den die CSU heute feiert, ein Anspruch, den die SPD ihr gerne absprechen will. Auch wenn die CSU das Duell der älteren Männer heute hat ausfallen lassen. Mut gemacht für den Wahlkampf hat sich die bayerische SPD allemal. Ins Ausland. Mühsam haben die westlichen Truppen in den vergangenen Jahren daran gearbeitet, in Afghanistan das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Doch gestern nahe eines US-Stützpunkts entdeckte verbrannte Koranexemplare gefährden jetzt die bisherigen Erfolge. Die Nachrichten mit Judith Rakers. Der Oberkommandeur der internationalen Afghanistan-Truppe ISAF, US-General Allen, erklärte heute, die Verbrennung der Korantexte sei versehentlich geschehen. Er bat Regierung und Bevölkerung um Verzeihung. Dennoch eskalierten die Proteste. In mehreren Städten griffen aufgebrachte Afghanen ausländische Einrichtungen an und riefen anti-amerikanische Parolen. Die Polizei reagierte mit Schüssen. Es gab mindestens 7 Tote und mehrere Verletzte. Das Bundesverwaltungsgericht hat ein wichtiges Urteil für Berufs- und Zeitsoldaten im Sanitätsdienst gesprochen. Wie Wehrdienstleistende hätten diese das Recht, einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung zu stellen. Bisher war dies Sanitätsoffizieren verwehrt, weil sie keinen Kriegsdienst an der Waffe leisten. Mit ihrer Entscheidung schlagen die Richter einen neuen Kurs ein, auch angesichts von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Bei einem schweren Zugunglück sind in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires mindestens 49 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 600 Passagiere wurden verletzt. Es sind furchtbare Bilder. Überall auf dem Bahnhof und den umliegenden Straßen werden Verletzte versorgt. Rettungskräfte versuchen, mit der Situation fertig zu werden, können aber oft nicht mehr helfen. Menschen suchen Angehörige. Das Unglück ereignet sich am Morgen im Bahnhof Once im Westen von Buenos Aires. Ein Pendlerzug voll besetzt mit wahrscheinlich 2000 Fahrgästen fährt viel zu schnell in den Bahnhof und rammt mit einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern einen Prellbock. Die Wagen haben sich bei dem Aufprall ineinander verschoben. Durch die Wucht flogen die Insassen durch die Luft, so Augenzeugen. Es war das totale Chaos. Die Leute lagen übereinander wie eine menschliche Pyramide. Viele dieser Nahverkehrszüge, die von Privatunternehmen betrieben werden, sind überaltert und in schlechtem Zustand, trotz staatlicher Subventionen. Auch dieser Zug soll aus den 60er Jahren stammen. Als Ursache vermuten Behördenvertreter ein Versagen der Bremsen. Taucher haben im Wrack des havarierten Kreuzfahrtschiffs Costa Concordia 8 weitere Leichen entdeckt. 3 der Toten wurden am Nachmittag geborgen. Danach mussten die Arbeiten aufgrund des schlechten Wetters abgebrochen werden. Knapp 6 Wochen nach dem Unglück vor der italienischen Küste werden noch immer 7 Menschen vermisst. Der Iran verweigerte heute wieder der Internationalen Atomenergiebehörde den Zutritt zu einer seiner Anlagen. Die Inspektoren mussten frustriert abreisen. Und so wachsen die Sorgen der Weltgemeinschaft weiter, dass der Iran eine Atombombe bauen will.
Das aber würde das ganze Gleichgewicht der Region ins Rutschen bringen. Dazu braucht man sich nur mal die Karte anzuschauen. Es gibt nämlich schon im größeren Umkreis drei Atommächte. Israel gilt als eine, auch wenn das Land es nicht offiziell bestätigt. Ja, und Pakistan und Indien, die halten sich gewissermaßen gegenseitig in Schach. Falls nun die Schiiten im Iran die Bombe bekämen, dann würden wahrscheinlich auch sofort die Sunniten in Saudi-Arabien danach greifen. Aber auch die Türkei wäre in Versuchung. Genauso wie Syrien. Man nannte sowas mal das Gleichgewicht des Schreckens. Das war im Kalten Krieg. Aber da gab es nur zwei Supermächte und die waren durch Meere getrennt. Hier dagegen sind die Kontrahenten direkte Nachbarn. Eine brandgefährliche Situation. Experten befürchten ein atomares Wettrüsten auf allerengstem Raum. Und man sieht hier genau warum. Am meisten sorgt sich natürlich Israel, denn der Iran droht immer wieder mit der Auslöschung des jüdischen Staates. Atombomben in der Hand der Mullahs wären aus israelischer Sicht unerträglich. Aber ein Schlag gegen das iranische Atomprogramm würde Israels Schutzmacht USA mitten im Wahlkampf überhaupt nicht passen. Die Frage ist nur, ob Washington seine Verbündeten davon abhalten könnte. Udo Lilischkis berichtet. Es waren keine Kriegstrommler, sondern Mick Jagger und B.B. King, die den Präsidenten dazu mitmachen aufforderten, aber der will nicht. Das war wie eine kleine Parabel auf das, was mit ihm beim Thema Iran passiert. Der Druck nimmt zu, Obama will nicht. Heute in Wien. Die Delegation der Atomenergiebehörde kehrt aus dem Iran zurück. Misserfolg. Wieder keine Antworten zu Teherans Atomprogramm. Leider konnten wir nichts durchsetzen. Wir bekamen keinen Zugang und auch keine Einigung für das weitere Vorgehen. Statt einzulenken, setzt Teheran auf militärische Drohgebärden. Rache Gottes heißt das viertägige Manöver mit Luftabwehrraketen der neuesten Generation. Demonstrative Vorbereitung auf einen möglichen Luftschlag gegen Irans Atomanlagen. Und heute weitere Durchhalteparolen des religiösen Führers Khamenei. Wenn eine Nation beschließt, standhaft zu bleiben, werden auch Sanktionen und politischer Druck nichts ausrichten. Kein Einlenken und gleichzeitig schließt sich langsam das Zeitfenster für einen Angriff auf die Urananreicherungsanlagen in Fordo und Natanz. Immer mehr moderne Zentrifugen werden in die Kavernen geschafft, unter 80 Meter Fels geschützt. Die Nervosität wächst. Israelische Kampfjets trainieren über dem Mittelmeer für eine Langstreckenmission à la Iran. Doch Militärs und Geheimdienstler auch in Washington warnen immer lauter. Dieser Schlag brächte der Israels Luftwaffe an die Grenze ihrer Möglichkeiten. Über 100 Kampfjets müssten mehrere Angriffswellen auf die verschiedenen Atomanlagen fliegen und vorher die iranische Luftabwehr ausschalten. Selbst wenn die kürzeste Route gewählt würde, müssten die israelischen Maschinen in der Luft betankt werden. Da Israel aber nur 7 eigene Tankflugzeuge hat, wäre es auf Unterstützung der USA angewiesen. Dazu kommt: Israel ist zwar von den USA mit bunkerbrechenden Bomben ausgerüstet worden, aber die sind zu schwach, vor allem für die im Fels vergrabenen iranischen Anreicherungsanlagen. Führende amerikanische Geheimdienstler und Militärs warnen denn auch immer lauter vor einem überstürzten Militärschlag. Tenor: ungewisser Erfolg, womöglich dramatische Folgen. Darum glaube ich, sagt der Generalstabschef zur Verärgerung der Israelis, es ist verfrüht, eine militärische Lösung als einzigen Ausweg zu sehen. Dennoch lässt das Pentagon seine bisher größte bunkerbrechende Bombe, 14 Tonnen schwer, weiter verbessern. Dieses Mutterschiff für amphibische Landungsaktionen wird im Eiltempo für einen Einsatz im Golf von Hormus ausgebaut. Denn sollte Israel das Angriffssignal geben, trotz aller Ermahnungen aus Washington, dann könnte der amerikanische Präsident seine Gefolgschaft kaum verweigern. Denn im Wahljahr machen die Republikaner Loyalität zu Israel längst zum Wahlkampfthema. Eines ist klar, wenn wir Obama wieder wählen, wird Iran seine Atombombe haben. Gestern Abend sang Obama dann irgendwann doch ein paar Takte. Der Druck war einfach zu groß geworden. Soweit die Sicht der israelischen Schutzmacht USA auf das Problem, nur zur Sicht der betroffenen Länder. Und dazu sprechen wir mit unseren Korrespondenten Martin Weiß und Richard Schneider. Zunächst Richard Schneider in Tel Aviv. Richard, wie viel Geduld wird Israel denn noch Ihrer Einschätzung nach aufbringen?
Nun, das Militär bereitet sich vor, das ist ganz klar, auch für einen möglichen Einsatz. Aber die Generalität ist überhaupt nicht für diesen Krieg. Ebenso wie Teile der Geheimdienste gegen einen solchen Krieg sind. Aus den Gründen, die Udo Lilischkis jetzt auch genannt hat, dass sie sagen, es ist zu gefährlich und wir können es eigentlich nicht schaffen. Israels Verteidigungsminister will diesen Krieg unbedingt, macht sehr viel verbalen Druck. Und letztendlich kommt es darauf an, ob Ministerpräsident Netanyahu die Amerikaner richtig einschätzt. Dass er sagt, ich vertraue Obama, dass er im Zweifelsfall irgendwas tun wird. Und das können wir noch abwarten. Allerdings sind die Beziehungen zwischen den beiden Männern sehr, sehr schlecht, wie wir wissen. Also hängt es letztendlich von seiner Entscheidung ab und von der Einschätzung, ob er das Gefühl hat, bis Ende des Jahres nicht mehr warten zu können. Aber ein Leben mit einer iranischen Bombe in der Nachbarschaft ist also für Israel absolut undenkbar. Das ist für alle absolut undenkbar. Die Drohungen gegenüber Israel aus Teheran sind eindeutig. Man will keinen zweiten Holocaust. Es gibt sozusagen nur Falken in Israel, weiche Falken und harten. Die harten wollen sofort zuschlagen. Die weichen sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit, lassen wir uns Zeit, gucken wir, ob die Sanktionen greifen, ob die Amerikaner etwas tun. Wenn aber Israel sieht oder das Gefühl hat, wirklich mit dem Rücken zur Wand zu stehen, wird es auf alle Fälle angreifen, ganz egal, was die Amerikaner oder die Welt sagt. Danke nach Tel Aviv, Richard Schneider. Und jetzt zu Martin Weiß. Sie berichten ja regelmäßig aus dem Iran. Und dort kennt man ja die israelische Sicht, die wir gerade gehört haben, und die westliche Haltung. Lassen sich die Iraner denn überhaupt nicht davon beeindrucken? Iran lässt sich zumindest offiziell nicht vom Westen beeindrucken. Weder militärisch noch wirtschaftlich, obwohl man die Sanktionen im Lande schon merkt. Zurzeit findet eine sogenannte Dollarisierung statt. Das bedeutet, wertvolle Güter werden nur noch gegen harte Devisen herausgegeben. Und die Preise steigen fast wöchentlich. Militärisch antwortet Teheran mit eigenen Manövern. Neulich erst im Persischen Golf, zurzeit mit Landstreitkräften der Revolutionsgarden im Süden des Landes. Und immer wieder werden Raketentests durchgeführt. Die Militärs werden nicht müde zu betonen, dass sie die wichtige Ölroute, die Straße von Hormuz, jederzeit sperren könnten. Herr Weiß, Sie haben eben die Sanktionen und die Wirkung der Sanktionen auf den Alltag erwähnt. Was sagt denn die Bevölkerung? Steht die hinter dem Regime oder hat die auch Angst vor einem Krieg? Im Iran ist es sehr schwer, an ein objektives Bild zu kommen, was die Menschen wirklich denken. Denn eigentlich dürfen sie gar nicht mit Journalisten sprechen. Im Fernsehen bekommen sie immer und immer wieder die Drohgebärden von Israel und den USA zu sehen. Das sind gemeinsame Manöverbilder, das sind die zwei kraftstrotzenden Flugzeugträger vor den Küsten Irans. Diese ungerechten Sanktionen, wie die Leute sagen, treiben die Menschen ja noch eher hinter die Regierung als dagegen. Und in Sachen Atomprogramm, das sagen viele, auch Gegner von Ahmadinejad, behält sich das Land das Recht vor, auch auf eigene Kernenergie zu setzen. Hinter vorgehaltener Hand habe ich aber auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, Mensch, hoffentlich fängt die USA endlich an zu bomben, dann sind wir auch diese Regierung irgendwann mal los. Starke Töne. Martin Weiß, danke auch an Sie. Wir kommen zu weiteren Nachrichten. Das Handelsabkommen ACTA hat 45 Artikel auf 52 Seiten. Und die bringen laut Kritikern Zensur und Überwachung im Internet. Dabei soll ACTA eigentlich Urheberrechte schützen und das illegale Kopieren von Musik im Internet verhindern. Jetzt handelt die EU-Kommission. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers. Die Kommission will vom Europäischen Gerichtshof prüfen lassen, ob ACTA mit den europäischen Grundrechten vereinbar ist. Handelskommissar de Gucht sagte, dies sei notwendig, um den Menschen die seiner Ansicht nach unbegründete Angst vor dem Abkommen zu nehmen. Deutschland gehört zu den mehreren Staaten, die die Ratifizierung von ACTA auf Eis gelegt haben. Nach 5 Tagen Streik ist der Arbeitskampf am Frankfurter Flughafen vorerst beendet. Die Gewerkschaft der Flugsicherung ging am Nachmittag auf ein schriftliches Angebot des Flughafenbetreibers Fraport ein. Morgen sollen die Gespräche wieder aufgenommen werden. Mehr als 1.100 Flüge waren durch den Streik ausgefallen. Die Gewerkschaft der Flugsicherung will höhere Löhne für rund 200 Vorfeldbeschäftigte durchsetzen. Die Ratingagentur Fitch hat Griechenlands Kreditwürdigkeit heute erneut herabgestuft. Das Land hat nun die schlechteste Beurteilung. Mehr dazu von Anja Kohl.
Die Ratingagentur Fitch sieht Griechenland nur noch einen Schritt von der Staatspleite entfernt. Schon bald könnten die Kreditwächter genau diese konstatieren. Dann, wenn die privaten Gläubiger dem Land wirklich einen Teil seiner Schulden erlassen. Dies ist nur möglich, wenn sie Mitte März zustimmen, ihre Anleihen tatsächlich in neue zu tauschen. Für die Ratingagentur käme dieser Verzicht der Geldgeber einem teilweisen Zahlungsausfall gleich. Übersetzt wäre das eine Staatspleite. Schon bald könnte die paradoxe Situation entstehen, dass eine der drei Ratingagenturen Griechenland als Pleite einstuft, während das Land von Politikern als sanierungsfähig behandelt wird. Die Börsendaten. Der Dow Jones schloss mit 12.939 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX stand zum Handelsschluss bei 6.844 Punkten. Die staatliche Förderung von Solarstromanlagen wird erheblich reduziert. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios einigten sich Umweltminister Röttgen und Wirtschaftsminister Rösler auf Kürzungen von bis zu 30%. Sie sollen bereits von April angreifen. Morgen wollen die Minister ihre Pläne vorstellen. Die Solarbranche warnte, damit stünden die Energiewende und tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Wäre Frankfurts berühmter Sohn Johann Wolfgang von Goethe noch unter uns, er wäre heute sicherlich einer der Gäste bei der Eröffnung des erweiterten Städel-Museums. Vor rund 200 Jahren besuchte der Dichter den Bankier Johann Friedrich Städel. Ihn interessierte besonders dessen Sammlung von Kupferstichen. Die hingen damals noch in Städels Privathaus. Mehr als 2000 sammelte der Bankier über die Jahre und außerdem noch 500 Gemälde, die nach dem Tod des Mäzens Städel in eine Stiftung übergingen. Die präsentierte heute den fertigen Umbau des Museums, der neben seiner Ausstellung auch mit der Architektur überrascht. Alex Jakubowski. Neuer Raum für die Kunst. Modern, lichtdurchflutet, futuristisch. Gegenwartskunst ist hier eingezogen in den 3000 Quadratmeter großen Neubau des Frankfurter Städel, einer Kunsthalle, die neben den alten Meistern nun mit neuen Werken glänzt, die international in der Champions League mitspielen. Durch 195 Bullaugen dringt Tageslicht. Die komplette Halle liegt unter der Erde. Noch ist nicht raus, für welchen Spitznamen die Kunstfreunde der Stadt sich entscheiden werden. Frankfurts grüner Hügel hat gute Karten oder auch der Dinosaurierrücken. Die Kunstwerke darunter erscheinen jedenfalls in völlig neuem Licht. Es ist wunderschön, wenn man eben auch in den Hallen umhergeht und eben oben sieht durch die opaken Oberlichter, dass man wirklich auch Tageslicht fühlt. Man sieht nicht durch, man kann nicht irgendwie Wolken sehen, aber man sieht eben, wie dann tatsächlich ein Blau aus dem Himmel sozusagen wirklich auch durchscheint. Davon profitieren jetzt Bilder wie Gerhard Richters Betty 1991 gemalt oder auch Wolfgang Tillmanns Freischwimmer von 2004. Alleine 1200 Werke der Gegenwartskunst kamen in den vergangenen 5 Jahren ins Städel. Große Banken haben ganze Sammlungen als Dauerleihgabe überlassen. Und der Bau selbst wurde zur Hälfte durch Spenden finanziert. Beachtliche 26 Millionen Euro kamen aus privaten Mitteln. Der Städel ist die älteste und bedeutendste kulturelle Bürgerstiftung in Deutschland. Insofern ist es Teil unserer Geschichte, aber im Grunde auch das ist die Form, wie wir diese Kulturinstitutionen auch über Generationen weiterhalten und fortentwickeln werden. Dafür ist das bürgerliche Engagement zentral. Über eine Treppe kommen die Besucher vom alten Teil des Museums in den Neubau. Die Wände dort sind flexibel, bieten für jede neue Ausstellung andere Möglichkeiten der Präsentation. Der Raum passt sich der Kunst an. Der Städel kommt jetzt eben wieder da an, wo es eigentlich mal angefangen hat oder wo es auch über die Jahre immer wieder auch war, nämlich, dass wir ein Museum sind, was eben wesentlich Malerei abbildet, Malereigeschichte abbildet und immer wesentlich überlegt, wie sich ein Malereibegriff in der jeweiligen Gegenwart eben neu entwickelt und neu definiert. Auch das Städel selbst definiert sich neu. Die Museumsarchitektur wird neben den Werken zum Anziehungspunkt, einzigartig wie die Kunst. Wie etwa Neo Rauchs Arbeit zu Räumen kalter Einsamkeit. Oder andere Stücke, nur einen Steinwurf entfernt von den alten Meistern, für die das Städel seit langem berühmt ist. Und das waren die Tagesthemen. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer meldet sich um 0 Uhr. Und jetzt im Anschluss hat Sven Plöger noch die Wetteraussichten. Ihnen noch einen guten restlichen Abend bei uns im Ersten.